Disclaimer: Die folgenden Aussagen vom Videoersteller hat er sich alle selbst angeeignet und angelesen und sie entsprechen in keinster Weise der versierten Meinung bzw. dem versierten Wissen eines Profis. Es bezieht sich dabei auf die Aussagen des Server-Meshings und der Replication-Layer in Star Citizen. So, nachdem wir den Disclaimer nun rausgehauen haben, indem ich erklärt habe, dass ich über alles hier, was ich im Folgenden sage, nur halb Bescheid weiß, haut er mich vielleicht nicht ganz so doll tot. Ich habe mir mal gedacht, ich gucke mir mal die ganze Geschichte mit dem Server-Meshing und der Replication-Layer genauer an, weil an diesem Wochenende, hier haben wir die entsprechende Meldung im Forum, an diesem Wochenende findet eine Tech-Preview statt, genau genommen, wenn er in eurem Launcher hier auf Tech Preview geht, da könnt ihr da quasi dran teilnehmen. Da müsst ihr natürlich den Client noch runterladen und euren Account, glaube ich, kopieren. Ja, und da kann man die erste Version der Replication Layer mittesten. Wie gesagt, findet nur dieses Wochenende statt und wird wahrscheinlich auch ganz furchtbar. Da wird auch hier ein bisschen gewarnt. Ja, der Zweck ist, die Replication Layer zu testen. Die Server können furchtbar, sollen sogar furchtbar instabil und crashfreudig sein. Das ist ja der ganze Sinn der Sache. Also wer einfach nur zocken will, für den ist das überhaupt nichts. Und wer jetzt in diesem Video hier ordentlich Action sehen will, also Ingame-Action, der wird wahrscheinlich auch relativ viel enttäuscht werden. Auch das noch so ein kleiner Disclaimer. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Worum geht's überhaupt? Ich versuche mal so einen kleinen Rückblick zu geben, was das Server-Meshing und was die Replication-Layer in Star Citizen so betrifft. Dafür gibt es eine wunderbare Quelle, außer natürlich diversen Fansites, eine wunderbare Quelle, und zwar auf der CLG-eigenen Homepage. Da gibt es eine FAQ, die nennt sich Server-Meshing and Persistent Streaming Q&A. Und da wird über ganz viele, 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 viele Fragen und Grafiken so ein kleines bisschen erklärt, wo wir gerade sind und wo wir hinwollen. In Sachen Server-Meshing und Persistent Universe und Replication Layer. Ich versuche das mal in meiner dilettantischen, laienhaften Verständniswelt auszudrücken, worum es da ging. Fangen wir erstmal mit der Motivation an, ist ja wichtig. Ne? Wir alle kennen den 30K, wir alle kennen diverse Crashes von Servern. Und wir alle kennen die nervige Situation, dass wenn man sich dann neu einloggt, das Schiff weg ist, man wieder auf der nächsten Raumstation ist, das Cargo ist weg, alles ist weg und das Schiff, was man gefunden hat mit den tonnenweise Drogen, ist auch weg und es ist alles jedenfalls resettet und man muss quasi nochmal von vorne anfangen. Ne? Das ist eine nervige Sache, aber das ist quasi der Natur, sagen wir mal, von Star Citizen, von der Serverarchitektur geschuldet. Und da soll dieses Server-Meshing und vor allem auch die Replication-Layer jetzt so ein bisschen Abhilfe schaffen. Hier wird so ein kleines bisschen so erklärt, die Geschichte von der ganzen Sache hier, und das fand ich ganz interessant. Angefangen hat das 2018, haben sie hier erklärt, mit dem Object-Container-Streaming, das heißt mit der Tatsache, dass man Objekte oder Entities quasi serverseitig, das war dann die Server-Side-Object-Container-Streaming, serverseitig quasi in das Universum reinstreamen konnte. Ja, das heißt, ich mache mal ein Beispiel. In einem Augenblick ist da nichts und im nächsten Augenblick ist da eine ganze Raumstation da. Ja? Also im übertragenen Sinne, so ganz einfach. So, das war der erste Schritt, ne, dass man quasi dynamisch etwas an der Welt verändern konnte. Das war dieses Object-Container-Streaming. Das wurde dann erweitert mit dem Entity Authority bzw. Authority Streaming, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden habe. Das hat quasi etwas mit der Verwaltung dieser Entitäten zu tun. War sicherlich auch eine tolle Sache. Kann ja der ein oder andere vielleicht mal erklären unten drunter. War dann quasi so Ende 2020 bzw. Ende 2020 der Fall. Und dann kommt jetzt, und das ist das Wichtige, das kommt jetzt, das steht jetzt an und das wollen wir jetzt testen, das ist die sogenannte Replication Layer bzw. das Persistent Streaming. Bisher war es ja so, wenn der Server halt abgestürzt ist, dann war halt alles weg. Der gesamte Netzwerkstatus, die gesamten Entities, also die Welt ist quasi zusammengebrochen, die wurde zack ausgelöscht. So, das liegt daran, dass der Server und die Replikation, das heißt die Wiederherstellung, quasi alles Teil einer einzigen Hardware waren. So, und was jetzt hier gemacht wird bei der Replication Layer, das ist ja die Wiederherstellungslage, kann man das so sagen, die Wiederherstellungslage und der
der Server, die werden jetzt voneinander getrennt. Das heißt, wenn der Server abschmiert, dann schmiert nicht mehr alles ab, beziehungsweise dann schmiert natürlich der Server ab, aber die Replication Layer, das heißt der Zustand des Netzwerkes, der Zustand der Spielwelt, wird quasi auf einer anderen Hardware abgelegt oder abgespeichert. Ich hoffe, ich habe es ungefähr halbwegs sinnvoll ausgedrückt. Und kann dann somit, wenn quasi ein neuer Server geladen wird, wieder hergestellt werden. Das ist quasi so wie so eine Art Backup-Server, der im Hintergrund läuft. So stelle ich mir das in meiner laienhaften Welt vor. Und der dann einspringt, sobald der Hauptserver zusammenbricht. Ne? Das ist die Replication Layer. Und da sind wir jetzt ungefähr. Die wollen wir jetzt, oder ich sage jetzt immer wir, die will CIG, natürlich jetzt im nächsten Jahr oder jetzt in den nächsten Monaten zum Laufen bekommen. Das ist natürlich spannend für uns besonders, weil das heißt, dass diese Replication Layer absichert oder absichern soll gegen diese fiesen 30K oder andere Serverabstürze, die halt bewirken, dass man seine Ladung verliert oder seinen Auftragsstatus verliert oder sein Schiff mit seinen ganzen anderen Schiffen drin verliert oder halt den Zustand verliert und dann ist man wieder an der Raumstation. Ne? Also idealerweise soll das dann so laufen, dass diese Replication Layer bei einem Absturz einspringt, dann gibt es mal kurz ein Geruckel oder einen kleinen Mini-Ladescreen und dann ist man wieder quasi genau da, wo man aufgehört hat, in demselben Zustand, mit denselben Klamotten, mit demselben Raumschiff, mit derselben Ladung, mit demselben Auftrag und so weiter und so fort. Ja? Also diese Replication Layer soll quasi den für den Spieler notwendigen Server-Neustart oder das Server-Neujoin, sagen wir mal, unterbinden. Da sind wir jetzt und darum geht es in diesem Test. Ja? Und deswegen wird ja auch recht absturzfreudig sein hier der Server, weil das ist ja notwendig. Der soll ja abstürzen und da soll ja quasi diese Replication Layer getestet werden. Ziel ist es, dass möglichst viele Spieler abstürzen oder sagen wir mal, dass die Server abstürzen und die Spieler dann nicht halt wieder irgendwo neu spawnen und dann wieder anfangen müssen, sondern quasi genau wieder da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Ich kann auch noch einen kleinen Ausblick. Im Moment läuft das ja alles quasi, also die Spielwelt auf einem Server, die Replication Layer vielleicht auf einem anderen, also auf einer anderen Hardware. Und Ziel in der Zukunft ist es natürlich, dass daraus erst das Static und dann das Dynamic Server Meshing werden soll. Das haben sie ja schon in der CitizenCon gezeigt. Dass also quasi die Welt nicht ein einziger Server ist. Das heißt, ein Server, hier sowohl Microtech gehört zum selben Server wie Stanton, wie Crusader, wie alle Monde, wie alle Raumschiffe und so weiter, sondern dass Bereiche von verschiedenen Servern, also von verschiedener Hardware oder vielleicht auch nur Software unterstützten Servern gehandelt werden und die sich aber gegenseitig quasi trotzdem sehen können. Zum Beispiel eine Raumstation ist ein Server und der Planeten darunter ist vielleicht ein anderer Server oder sogar eine Raumstation sind mehrere Server. Ein Server ist das der Wohnbereich, einer ist ist das Hospital, einer ist der Hangarbereich und so weiter. Ne? Das soll erst im Static Server Meshing passieren. Das ist also wie gesagt noch Zukunftsmusik. Static heißt, dass die Servergröße und die Serverkapazität festgelegt sind. Das heißt, ein Server kümmert sich definitiv zum Beispiel nur um die Krankenstation. Und da ist eine feste Grenze, ja, und sobald man die verlässt, verlässt man quasi den Server, ohne dass man es merkt. Dynamic Server Meshing ist geplant für die nächste Instanz. Dynamic heißt, dass die Mesh-Größe, also die Node-Größe, angepasst wird. Wenn zum Beispiel, ich mache mal ein dummes Beispiel, der Server merkt, oh, es kommen gerade viele Kranke rein für das Hospital, für das Krankenhaus, weil nebenan ist eine große Schlacht, da landen dann auf einmal 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000 Spieler. Dann fängt er an, die Nodes entsprechend anzupassen. Dann sagt er vielleicht, okay, das Krankenhaus ist nicht mehr ein Node, also ein Server, sondern das Krankenhaus besteht, sagen wir mal, sagen wir mal, 5 Stockwerke und dann ist jedes Stockwerk ein eigener Server, weil wir brauchen mehr Kapazität. Ja, das wäre dann dieses Dynamic Server Meshing, dass er das automatisch anpasst. Aber Static wäre ja auch schon mal cool. Also Static Server Meshing wäre so laut CIG die Voraussetzung für mehrere Sternsysteme, also für Pyro. Weil im Moment ein Server kann gerade mal Stanton handeln, also oder sagen wir mal ein Sternsystem handeln. Er kann aber nicht zwei auf einmal handeln. So, das heißt, für
Für zwei Systeme brauchen wir mindestens dieses Static Server Meshing, also die Tatsache, dass man feste Servergrenzen hat. Dass man also zum Beispiel sagt, okay, Stanton ist ein Server und Pyro ist ein Server. Und dazwischen wird quasi fröhlich gestreamt. Das heißt, wenn man darüber fliegt, wechselt man die Server, ohne dass man es merkt. Dynamic wäre natürlich noch cooler, aber Static ist quasi die Grundvoraussetzung dafür, damit das überhaupt funktioniert, weil Stanton ist im Moment, oder ein System ist im Moment, das Maximum. So, aber da sind wir noch gar nicht. Wer sich da noch weiter die Sache durchlesen lassen will, der kann sich das hier natürlich antun. Da sind eine Menge Fragen. Wie wird das mit der Spieleranzahl gehandelt? Wie wird das mit großen Schiffen gehandelt? Da gibt es dann schicke Grafiken hier, ja. Kann man sich alles durchlesen. Möchte ich euch gar nicht großartig mit langweilen. Muss ich sagen, wie gesagt, ich bin da ein absoluter Laie. Ich habe selber noch nicht alles verstanden, aber es ist wahnsinnig interessant. Wie gesagt, wir sind jetzt dabei, hier Stand der Dinge, aktueller Stand von Star Citizen ist, wir sind quasi noch ein Tick vor der Replication Layer, also ein Tick vor dem Schutz der 30K-Ausfälle. Und diese Replication Layer, die wird jetzt quasi getestet an diesem Wochenende. Das erste Mal für die breite Masse. Vorher war es bei den Avocados, jetzt dürfen alle Spieler oder sollen alle Spieler mal da drauf gehen und sollen fröhlich abstürzen. Ich weiß nicht, das macht natürlich keinen Spaß, das ist natürlich kein Spielen, aber es ist auch eine wichtige Sache, dass man sich da quasi so ein bisschen beteiligt, weil die Leute brauchen Daten. Und ohne Daten wird es nichts. Und deswegen stürze ich jetzt zusammen mit euch. Ich hoffe, ich habe das so ein kleines bisschen halbwegs sinnvoll erklärt. Wie gesagt, sollte ich irgendwelche Begriffe falsch erwähnt und falsch erklärt haben, verzeiht es mir. Ich bin kein Netzwerktechniker und erst recht kein Programmierer bei CNG. Ich hoffe, ich habe es halbwegs erklärt. Wir stürzen uns rein in die Tech-Preview. Und gucken mal, ob wir überhaupt reinkommen. Also sie haben gesagt, es soll furchtbar instabil sein. Und das ist das erste Mal, dass ich sage, ich hoffe, wir stürzen. Zulassen. Ich hoffe, wir stürzen ganz doll ab. Also die Server, nicht wir. Ich hoffe, es stürzt ganz viel doll ab, damit wir vielleicht mal einen Augenschein dafür haben, wie funktioniert diese Geschichte, wie funktioniert dieses Server-Meshing. Und das mache ich jetzt zusammen mit euch. Allererste Mal. Nee, mein Nein, Kamera Detected machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Also, wer auch noch ein bisschen über das Server-Meshing wissen will, wie gesagt, da gibt es einige Internetseiten und da gibt es auch da oben haben wir wieder den QR-Code. Ihr seht schon, ich starte das gerade das erste Mal. Ne? Was ich mal ganz kurz mache, das mögt ihr mir verzeihen. Ich schmeiß mal kurz hier den QR-Code raus. Scroll. Nein. So. Show, Wave, Highlights und... Nee, das ist er gar nicht. Warte mal, Moment. Moment, wo ist denn der Game Settings? Wo ist denn der komische QR-Code? Oder kann man den jetzt nicht mehr ausschalten? Ich dachte, man könnte den jetzt... Da, hier, weg damit. So, außerdem muss ich euch ein bisschen die Lautstärke runterdrehen, sonst wird es nichts. Und dann muss ich hier mal auf... eigentlich war das bei Game Settings, Cameras, Show Hints, das machen wir auch als hier. So, da sind wir wieder. Und jetzt geht's los. Wir haben hier noch nicht mal eine Charaktererstellung. Ah doch, okay, haben wir. So, jetzt Charakter brauchen wir uns überhaupt nicht erstellen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den. Das ist übrigens nichts weiter als ein 3.22er Patch hier. Also da ist kein neuer Content oder anderer Content oder eine andere Welt. Das ist größtenteils ein 3.22-Patch, haben sie auch gesagt, nur halt mit der Neuerung, dass man quasi in einer Replication-Layer unterwegs ist. So. Also mit der, nicht in der, sondern mit der Replication-Layer unterwegs. So, wir confirmen mal und hopsen mal rein. So, jetzt frage ich mich, ich an CIGs Stelle würde jetzt natürlich absichtlich alle Stunde mal den Server abschmieren lassen. Keine Ahnung, ob die dafür einen Code haben, so ein Kill-Code, so ein Kill-Switch, um die Server zusammenbrechen zu lassen, um diese Replication-Layer zu testen. Oder ob sie einfach nur sagen, ach, 30K kommt von alleine. Also Pech haben kommt nämlich keiner. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es überhaupt merken, woran wir es merken. Ja, also das sind ja alles so. Also gute Nachricht ist schon mal, wir sind schon mal auf dem Server. So. Und ich werde jetzt einfach mal drauf losspielen. So. Und werde jetzt einfach mal hier irgendwie in der Gegend rumlaufen und mal gucken, ob wir hier irgendwas produzieren können. Wie gesagt, es ist
Es ist eigentlich ein ganz normaler 3.22er Server, wie gesagt, nur mit Replication Layer Add-on. Sie haben allerdings gesagt, es dürfte relativ absturzfreudig sein. Wir werden gucken, ob das so ist. Wie gesagt, wenn sie Pech haben, stürzt da gar nichts ab. Warum sieht denn die Grafik so mau aus? Ich glaube, sie haben auch. Kann es sein, dass sie NPCs deaktiviert haben? Ne, da hinten steht einer. Ja, wir können ja mal kurz gucken, was der Chat sagt. Finally done with my mission. There's a lot of markers. Also. So, when is the next scheduled server crash? I wanna crash, please. So, das ist natürlich ein Witz gewesen, ja. Weil es gibt natürlich wahrscheinlich keine Server-Crashes, keine Scheduled, nehme ich mal stark an. So, die sagen 75 Spieler sind auf dem Server. Auch das ist eigentlich Standard. Wenn man. Wow. Das war ein Zug, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. So, das sieht alles ein bisschen gruselig aus. Okay, wir sind wieder da, alles cool. Alles cool. Aber ich hoffe, das geht gut mit der Bahn. Wir werden es gleich sehen. Ja, und wenn diese Replication Layer funktioniert, natürlich ist das für Spieler dann eine tolle Sache, dass sie dann halt die Abstürze wesentlich angenehmer überleben. Okay, das sieht mir nicht gut aus. Nee, das hupala. Hubala. Sind wir. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist, was ich hier gerade sehe. Da hilft auch keine Replication Layer. Aber sie haben ja gewarnt davor, dass die Serverstabilität furchtbar sein soll. Mal gucken. Oh, da ist. Ja, das ist vielleicht. Nein, wir heben ab. Irgendwo geht's hin. Keine Ahnung, wohin. Ah, das ist natürlich auch eine interessante Sache. Ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Oh, warte mal, das sieht aus als. Aha. Nee, das sieht nicht gut aus. Hilfe! Bin ja gespannt, ob wir es irgendwo ran merken. Also wie gesagt, eigentlich würde man jetzt normalerweise den Server verlassen und sich einfach neu verbinden. Aber wir wollen ja sehen, wie er crasht. Kann man eigentlich in die Außenansicht gehen? Ja, kann man schon, aber das bringt einem nicht viel. Do not lean on doors. Ich überlege gerade, ob ich mir mal irgendwas anziehe, damit ich sehe, wann er crasht. Was ist denn das hier? Ich habe eine Carrick im Inventar. Nee, ist ein Plushie. Oh. Well. Doch, wir sind unter der Stadt. Aber die Tour ist auch mal nicht schlecht. Na, jetzt hört der Ton wieder auf. Ich nenne das dann Crashen für die Wissenschaft hier. Ach, guck mal, da unten, da oben ist die, da oben ist das Gebäude. $30k, fragt einer. Ja, hoffentlich nicht 30k, weil wir wollen ja was anderes sehen als ein 30k. Und mittlerweile hat mein Zug Lorville verlassen, befindet sich irgendwo weit oben.
Und ich habe mittlerweile es geschafft, oben die Serverdaten einzublenden. Können wir ja mal kurz gucken. Ja, 60 FPS, auch so, das sind meine, das sind nicht die Serverdaten. Was haben wir da? Server Meshing Enabled True. Was auch immer das heißen mag. Server Recovery Reports 0. Fliegen wir noch irgendwo hin? Ja, keine Ahnung, wo wir hinfliegen. Was steht da noch so? Ich halte mal hier auf dem Boden. Der Rest sagt mir ehrlich gesagt nichts. Current Player Location Stanton Lawville. Das halte ich für ein Gerücht. Ich würde sagen eher weit über Lawville. Ich würde sagen, wir verlassen bald die Atmosphäre. Interessant. My train is leaving the Hurston atmosphere now. Don't need a spaceship anymore. Na, vorbei. Fallen wir wieder runter. Na, schwer zu sagen. Aber ich würde sagen, wir haben bestimmt 5000 Meter. Ich sehe aber auch Lorville nicht mehr. Lorville. Tür ist offen und ich bin wieder unten. Ich weiß nur nicht, ob ich raussteigen sollte. Ach, pfeift der Hund drauf. Juhu! Nein! Well, that's quite interesting. Okay. Wo ist mein Zug? Da. Gute Reise! Mein Freund. Falle ich eigentlich runter oder? Ja, doch, es geht abwärts. Da ist mein Zug. Das ist auch mal ein interessantes Abenteuer. Bleibt allerdings abzuwarten, was passiert, wenn ich aufs Wasser aufschlage, was in wenigen Sekunden der Fall sein dürfte. Sterbe ich dann? Ich bin mir nicht sicher. Ah, plumps. Okay, es geht weiter runter. Au. Under the sea. Under the sea. Okay, das ist interessant. Herrschaftszeiten, wo bin ich? Ich finde das interessant, dass sie hier sowas platziert haben, weil normalerweise sieht man das ja nicht. Wenn man im echten Spiel hier auf das Wasser trifft, dann explodiert ja das Schiff oder man selbst verreckt, glaube ich, ne? Okay, I jumped out of my train when the doors open. I fell back down on Hurston into the sea. Now I am walking around on the ocean floor. Quite interesting.
was never here. So, jetzt ist die Frage, wo geht's denn an Land? Sieht interessant aus. Ach, da ist noch einer rausgesprungen. Witzig. Gingen die Türen bei allen auf? Ja, glaub ich, hier geht's bergauf. Ich bräuchte mal eine Anzeige, wo es. Ja, okay, hier geht's bergauf. Zum Henker. Das ist stockfinster hier. Sehe ich irgendwas? Nein. Ohne Licht sehe ich erst recht nichts. Sehr schön. Ach, die Sonne. Tja, Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Anders ist sie. Ich weiß noch nicht mal. Ah, da ist der Boden. Okay. Also man kann eins sagen über diesen Test, er ist auf jeden Fall, er hat eine Menge neuer Erfahrungen. Die sind durchaus interessant, wenn auch sehr strange, möchte man sagen. Kann unter Wasser rennen. Wo zum Henker bin ich?